Wenn jetzt nochmal Ivy vorkommt, dann... Okay, ist nicht so. Nochmal Yoshimitsu? Ein neues Feature wurde freigeschaltet. Souls Morm. Sunbell, eine Waffe für Zofitia, ist jetzt verfügbar. Ach halt, nee, warte mal, es gehen ein paar Minuten weg, fällt mir gerade ein. Weil ich ja, nochmal das Video neu hochladen musste, deswegen habe ich ja ein bisschen was rausgeschnitten. Stimmt ja. Also offiziell nehme ich jetzt schon 24 Minuten auf, aber circa 3 Minuten oder 4 Minuten werden ja weggeschrieben. Stimmt ja, hast ja total vergessen. Oh mein Gott, Minerva! Du! Um ehrlich zu sein, ich hab sie jetzt nicht viel gerechnet. Böses Mädchen! Yay! Level 24! Silver Battler! Ja! Tartaros! Also bis jetzt kam nicht einmal Schwierigkeit 5 vor. Nur bis 4. Aber vielleicht beim extra Waffenmeistermodus. Egal. Setze deine ganze Kraft ein, um deinen Gegner zu vernichten. Mach ich mal jetzt noch schnell dieses Level. Scary Mask. Wirst du mir bis ganz zuletzt im Weg stehen? Minerva, die verletzt am Boden liegt, zieht zu dir auf. Du hast sie eingeholt und erfolgreich aufgehalten. Du seist erleichtert, stellst aber gleich danach fest, dass etwas nicht stimmt. Auch Minerva sieht nur sprachlos zu, was sich abspielt. Ihr beiden seid nicht mehr in dem Kerker, sondern auf einer menschenleeren Ebene. Schwarze Wolken bedecken den Himmel und verdunkeln die Szenerie. Im Boden bilden sich Risse, aus denen lodernde Flammen züngeln. Langsam kommt eine Gestalt näher. Ihre Rüstung scheppert bis jeden Schritt. Ihr Schwert ist von Flammen umhüllt, die gelegentlich auf ihren ganzen Körper übergreifen. Das kann nicht sein, murmelt Leon ungläubig. Scary Mask, dachtest du wirklich, dass es so einfach wäre, mich zu vernichten? Oder Soul Edge? Lächerlich. Jedes Wort, was viral von sich ergibt, wird von Flammen aus deinem Mund begleitet. Und nun hinfort mit dir, mein Freund. Denn ich muss vollständig werden. Es war mir irgendwie klar, dass Viren noch nicht komplett vernichtet wurde. Es war mir schon klar. Die Hitze, die Viren ausgestrahlt, wird größer und größer. Die Flammen aus seinem Schwert glühen noch heller. Und im nächsten Augenblick wird sein ganzer Körper zu einem feurigen Inferno. Deswegen heißt er auch Inferno. Versus Inferno. Ich finde schade, dass er nicht spielbar ist. In Trust. Final Battle. Fight. Die. Betrug! Achso, das ist so wie... Weil ich mich einmal verarscht gefühlt habe. Fight. Ja! Ein neues Feature wurde freigeschaltet und Level Up zum Goldbettler. Ich bin stolz auf mich. Waffenmeister Intro freigeschaltet. Okay.
Die flackernde Flamme Infernos, die auf der Klinge loderten, wurde von einem Windhauch fortgetragen und... Nun, da du dem Schwert gegenüberstehst, nachdem du so lange gesucht hast, frage ich mich, welche Gedanken dir durch den Kopf gingen, als du die Wahrheit über seinen schrecklichen Furcht einflößende Macht erfuhrst. Hallo! Mach dein Messer nicht so schnell weg! Mir wäre lieber, wenn ich das automatisch wegmachen kann! Doch obwohl du im Kampf siegreich warst und zu Edstein deines, geht dein Name nicht in die Geschichte ein. Nicht? Ich habe keinen Bock vorzulesen, wenn es so schnell weggeht einfach. Das heißt, ihr müsst einfach mal kurz pausieren. Congratulations! Your child find your place in history and become a legend. A legend toll will never dies. Soul Calibur 2. Soul Calibur 2. Namco Production Stuff. Producer Hiroaki Yotoriyama. Director Jin Okubo. Yoshitaka Tetsuka. Game System Direction Tetsuya Akatsuka. Tsuyoshi Kiyoshi und so weiter. Weapon Master Mode Director Takashi Tonani. Bla 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 bla. Programming Lead Programmer Shinobi Nimura, meinte ich. Main Programmer Satoshi Obama. Okay. Character and Stage Development Lead Artist Ryoichi. Mann, was ist denn los mit mir? Ryoichi Ban. Wieso lese ich jetzt einige Charakteren? Personen falsch den Namen vor. Visual Effects Design Seidu Ozawa. 2D Graphics Design Kiyotaka Tamiya. Titel, Logo und Graphic Design. Oder heißt Title? Ich weiß nicht, ob das Titel oder Title ausgesprochen wird. Motion Development. Motion Design Director. Motion Design. Hey, Pro Fighter. Amataka Yuki Nakayama Ken Shibata Shinsuke Maruyama. Voices Raphael von Paul Jennings, Talim Julie Parker, Jungsung Jim Singham, Cassandra Debbie Rogers, Killick Scott Reigns, Changhua Wendy Lee, Maxi Doug Boyd, Mitsurugi Scott Keck, Taki Desiree Coyette und so weiter. Narrator, wer ist das denn? Achso, bestimmt der Sprecher.
Prinzessin-Projekt-Team? Special Thanks, Namco Contents und Technology Company Creative Crop Technical Crop Lee Ken Wing Team Corporate Kommunikation and IR Crop Amusement Company The character named Necrit is created and designed by Namco, as will the right derivative work of the illustration drawn by Todd Nochwas. Ja, endlich! Gehst jetzt mal weg? Dann kann ich ja doch noch weiterspielen bis in die paar Minuten. Nicht schon 3 von 6? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ach, da sind einige dazugekommen. Und wie frei spiele ich die jetzt frei? Ach so, ja, ich verstehe. Master-Modus. Auf dem Boden lauern gefährliche Minen. Jeder Abschuss bedeutet deinen sicheren Tod. Zwinge den Gegner unter diesen Bedingungen in die Knie. Schwierigkeit 3. Nachdem du den Fluss Merak überquert hast, befindest du dich im Lande Pollux. Während du weitergehst, überlegst du, wo Minerva sein könnte. Es ist einige Zeit her, seit ihr euch zuletzt begegnet seid. Kurz vor Sonnenuntergang suchst du in einer alten Tempelruine Unterschlupf für die Nacht. Bitte wach auf! Kurz nach Sonnenaufgang weckt dich jemand. Verwundert öffnest du die Augen und erkennst erschrocken, dass ein Krieger vor dir steht. Reisender von den Schlachtfeldern, Mirak, ich kann nicht zulassen, dass du deinen kleinlichen Zwist in unser Land trägst. Ich fürchte, du musst gehen. Mach dich bereit. Es scheint keinen anderen Ausweg als den Kampf zu geben. Du wirfst einen Blick auf die Umgebung. Unzählige Steine liegen auf dem Boden. Sie sind zwar gut getarnt, aber offensichtlich ist hier etwas vergraben. Sei also auf der Hut. Versus Talim. Talimdor. Ah. Watch. Final battle. Fight. Perfect. Der war gut. Level up. Platinum Battler. Castle of the Damned. Also, Burg der Verdammten. Deine Gesundheit verschlechtert sich rapide. Trotzdem musst du versuchen, den Gegner zu besiegen. Plötzlich stehst du in den vorüberziehenden Nebelschwaden auf der Burg der Verdammten und kämpfst. Du fragst dich, aus welcher Richtung wohl der nächste Gegner kommen wird. Du hast in der Burgruine eine alte Frau getroffen, die die Person, nach der du suchst, zu kennen scheint. Also bist du ihr tiefer und tiefer in die Burg gefolgt.
Das war ein Fehler. Irgendwann hat sich die alte Frau in den Nebel aufgelöst und ist verschwunden. Du suchst nach dem Ausgang und kämpfst gegen einen endlosen Strom von Angreifern. Schließlich erreichst du das Haupttor und ein weiterer Gegner taucht vor dir auf. Dieser scheint deutlich mächtiger zu sein als die anderen. Du fühlst, dass er nicht alleine ist. Plötzlich verspürst du einen leichten Schmerz in deinem Fuß. Du schaust nach unten und fluchst. Ein kleiner Pfeil steckt in deinem Stiefel. Man hat dich vergiftet. Muss ich jetzt sterben? Versus Voldo. The Om Battle 1. Oh, fünf. Da ist auch ein wieder dabei. Knockout. Also Ivy, dann folgt Yoshimitsu, dann glaube Taki und dann Assassin. Oh, Alter. Genau wieder bei dieser dumme Kuh. Verliere sehr viele Lebenspunkte. Battle 3. Fight. Alter. Wahrscheinlich werde ich jetzt am Ende verarscht. Final Battle. Fight. Oh, wow, doch nicht. Was für ein Weltwunder. Aber das war jetzt das letzte Level für heute. Nämlich hat es vorhin gesehen, dem Fall. Dein Gegner ist flink und deine Gesundheit sinkt mit der Zeit. Ach so, das sind die Zusatzmissionen. Ah. Aber gut, ich bedanke mich trotzdem, dass sie zugesehen hat. Ich habe bis jetzt nur einmal verloren und das ging Ivy. Und zwar in diesem komischen Dungeon Level. Ansonsten bedanke ich mich, dass sie zugesehen hat und dann geht das nächste Mal weiter im Waffenmeistermodus und ich wollte nur gucken, ob da noch irgendwas ist. Bonus Zeitangriff, Bonus Überlegungskampf, Bonus Teamkampf, Bonus Training. Okay. Na egal, bis zum nächsten Mal. Ciao.